Hey Schatz, du scheinst noch unterwegs zu sein. Wenn du die Nachricht abhörst, bist du hoffentlich gut in unserem neuen Zuhause angekommen. Das meiste von unseren Möbeln sollte bereits an seinem Platz sein. Und um den Rest kümmern wir uns dann, sobald wir auch da sind. Die Kinder und ich können es kaum erwarten, dich morgen wiederzusehen. Ich hole die Kinder morgen direkt von der Schule ab und dann sind wir etwa 4 Stunden später bei dir. Ich hoffe, du bist nicht zu nervös wegen morgen und kannst diese Nacht gut schlafen. Ich versuche dich später nochmal anzurufen, um dir noch viel Glück für deinen ersten Arbeitstag morgen zu wünschen. Die Kinder und ich freuen uns schon auf morgen. Bis später, wir lieben dich. Es ist 20 Uhr, noch 10 Stunden bis zum Tagesanbruch. Und damit hi und willkommen im Spiel Nightfall. Und ein Ja machen wir gleich. Okay, das ist sehr schön, ist sehr schön. Danke Spiel. Lass mich erstmal zu Ende begrüßen. Eigentlich war es das schon. Ne? Neues Horrorspielchen auf dem Kanal, sollte es, denke ich mal, sein. Mache ich. Und ich habe gerade echt... Ich weiß nicht warum. Ich noch 10 Stunden bis morgen eingrauen. Oder bis morgen grauen. Ich habe mich jetzt über das Spiel nicht wirklich schlau gemacht. Ich fand das Thumbnail bloß cool und die Screenshots eigentlich ganz cool. Ich spiele das also wieder blind, so wie die meisten Horrorsachen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das wird so vielleicht in die Richtung von Pineview Drive gehen. Vielleicht ein bisschen mit Emily Wants to Play drin. Mal gucken. Okay. Ich wollte gerade sagen, boxen wir uns selber beim Rennen. Nee, machen wir nicht. Okay, ich bin mal gespannt, was das Ganze hier sein wird. Oh, das ist ja noch ein zweites Bild, was aufploppt. Cool. Okay, das Lustige ist, ich weiß, also es ist gerade erst für die PlayStation mehr oder weniger erschienen. Oder, naja, nicht gerade erst. Ist schon glaube ich, 1 oder 2 Monate her. Ist aber, glaube ich, auch schon wieder ein älteres Spiel, bevor ich wieder irgendwas Falsches erzähle. Weil manchmal freue ich mich dann so, oh, ist ja gerade erst rausgekommen. Und dann sehe ich so, okay, aber nur für PS4, ne? Also, ist schön, dass die Sachen hier noch aufploppen. Und ich glaube, es wird wirklich so ein Ding sein, 10 Stunden lang zu überleben. Habe ich eigentlich... Okay, Taschenlampe habe ich nicht. Ich kann die aber nicht anmachen. Wir gucken uns erstmal in der Bude ein bisschen um. Kann vielleicht auch sein, dass es bloß ein Jumpscare-Spiel ist. Hoffe ich mal nicht. Okay. Weil das hatten wir ja vor kurzem erst. Also ich kann wirklich alles angrabbeln. Wir lassen erstmal frische Luft rein. Entschuldigung, ich habe gerade Energy getrunken. Kann ich mit den Bildern eigentlich was machen? Nö, ich kann hier bloß ein bisschen rumspielen und das war's. Und, ich wollte gerade sagen, Türen gehen hier automatisch zu, ist auch schön. Damit nicht zu zieht, ne? Oh, hier haben wir noch eins. Das Ding ist, ich habe die Helligkeit schon höher gestellt, ist aber trotzdem noch arschduster, ne? Also ich hoffe, ihr könnt vernünftig sehen. In der Nachbearbeitung ist das immer ein bisschen kritisch, mit der Helligkeit das nochmal hochzuschrauben. Also ich muss sagen, dafür, dass das eventuell ein Holzschrank sein soll, ist der echt krass poliert, dass man hinten alles sehen kann. Sieht auf jeden Fall ein bisschen eklig aus. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Und ich hatte am Anfang vom Spiel ehrlich gesagt ein bisschen Panik gehabt, weil das Spiel hat angefangen zu laden. Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünden möchte. Ich hätte vielleicht mal nach den Entwicklern gucken sollen, ob das dieselben sind wie vom Pineview Drive. Das kommt mir nämlich... Also wenn es so ist, oh, dann freue ich mich jetzt schon. Das könnte vielleicht als LP vielleicht ein bisschen lahm werden. Obwohl, naja, es kommt drauf an. Also ich finde es eigentlich ganz interessant. Ich fand es bei anderen Pineview Drive zu sehen auch übel interessant, auch wenn ich schon wusste, was passierte. Aber... Da war halt eine Menge gewesen, was passiert ist. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das von denselben Entwicklern ist. Das sollte ich vielleicht dann nochmal machen. Auf jeden Fall, wenn man es selber spielt, wird es auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung werden. Kann man anmachen? Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Okay. Warum sagt die das so genervt? Warum sagt die das so genervt? Weiß ich. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ach so, ich hatte ein bisschen Angst gehabt, weil...
Okay, hier schon mal was im Arsch. Weil es einfach so war, das Spiel hat angefangen zu laden. 9%. Und ohne Witz, so ging es bis 15%, glaube ich. Okay, wenn das wirklich in der gleichen Machart ist, sollte ich mit den Dings vielleicht ein bisschen mehr haushalten. Mit den Batterien, falls... Obwohl, es ist keine Anzeige da, dass da irgendwas runtergeht. Können wir mit dem Ding hier spielen? Hä? Okay. Hat keinen Bock mehr? Brauchen wir vielleicht später nochmal. Wir gucken einfach mal später nochmal rein. Okay, den Wecker konnte ich auch nicht ausmachen. Und ich glaube, wie es ja so... Ist das Licht hier wieder ausgegangen? Ich glaube, wie es ja so oft ist, ich muss erstmal irgendwas finden, um zu triggern, oder? Ach nee, hier war der Computerraum. Stimmt, stimmt, stimmt. Ist hier noch ein Raum? Nee. Was ich aber nicht verstehe, wenn es wirklich von... Also ja, ich fange jetzt schon wieder damit an, aber wenn es wirklich von denselben Entwicklern ist... Und es kam mit Sicherheit nach Pineview Drive raus. Nach draußen darf ich natürlich nicht gehen, ne? Mhm, war klar. Warum das dann alles erst nach und nach aufpoppt? Ich weiß nicht, was das ist. Ist ein bisschen komisch, aber ich hoffe mal nicht, dass mich das irgendwann stören wird. Schön. Streichhölzer brauchen wir auch. Finden wir auf jeden Fall noch. Hm. Ich würde halt gern mehr ausleuchten. Oh. Was natürlich sein kann. Was natürlich gut sein kann. Wenn wir hier gar kein Licht mehr weiter haben. Und ich trotzdem die Helligkeit im Spiel auf volle Pulle drehe. Dass man trotzdem kaum was sieht. Das wird dann richtig rotzig werden. Ich hoffe, das haben sie hier besser gemacht. Jo. Es ist... Auch ein Spielmodul, um es zu benutzen. Mhm. Es wird auf jeden Fall... Naja, nicht auf jeden Fall, ich weiß es ja noch nicht, aber... Es fühlt sich halt voll danach an. Viz Games war das, glaube ich. Ja, doch, Viz Games, die sind die. Aber ich glaube, das war nicht von Viz Games. Ich habe es zumindest nirgendwo gesehen. Ich werde mal gucken. Und wenn... Ihr werdet es ja wissen. Oder ich werde es in die Beschreibung gepackt haben, keine Ahnung. Das Ding ist bloß, ich soll jetzt hier... Nein, mach mal erst den unteren auf. Dankeschön. Irgendwas finden, irgendwas triggern. Hier mal eine Kerze. Behalte ich mir trotzdem mal. Weil auch wenn es jetzt noch nach nichts aussieht weiter. Oder relativ... ja gut, was soll das großartig für ein Horror werden? Ich sag, zum Zuschauen finde ich sowas selber echt spannend. Manch einer vielleicht nicht. Kann ich dann aber auch verstehen irgendwo. Aber wenn man es halt selber spielt, ist so... Ja, es kommt nach einer Zeit so. Inventar. Okay, ich hab... Ja, cool, aber wofür? Kann ich es in die Mikrowelle legen? Nee. Das möchte ich nicht in die Mikrowelle stecken. Warum denn nicht? Vielleicht ist das nass und muss trocknen. Was? Okay, gut, bevor ich hier die ganzen Cola wegsaufe, vielleicht brauchen wir die später nochmal. Wäre natürlich scheiße, wenn wir hier noch auf Durst oder Hunger oder sowas achten müssten, aber glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Noch schöne Marmelade. Und ansonsten Toaster. Da brauche ich einen Toast, um die zu toasten. Oh, doch nicht. Komm, macht sie sogar so. Ich dachte, die meckern uns wieder voll. Olle Bärbel. Aha. Obwohl ich ja sowas, wenn ich...
Das möchte ich nicht in die Mikrowelle stecken. Ja, dann hier, komm, Backofen. Go. Könnt ihr echt eine Pizza machen? Kann ich mich eigentlich auch hinhocken? Nö. Problem ist, wie lange soll das jetzt drinnen bleiben? Hat die jetzt das Tuch eigentlich wieder weggeschmissen? Warte mal, das war doch hier vorne irgendwo gewesen. Hey, das Tuch ist jetzt weg. Kann ich mir auch ein Ei braten? Nö. Warum schleppe ich jetzt das Ei mit? Kann ich das wieder reinlegen? Kann ich auch nicht. Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Ja, klar, du hast ja auch gerade drei Energy... Ja, zwei Energy-Drinks reingeballert. So, hier haben wir noch einen schönen Staubsauger. Ja, wann ist denn die fertig? Warte mal, ich mache erstmal die Schubladen wieder hier zu. Okay, ich finde es cool, dass wir so Pizza machen können, aber... Die Pizza ist noch nicht fertig. Okay, gut. Ich werde es ja merken, wenn es irgendwann raucht. Ist wie zu Hause. Oh, ich hätte auch mal Licht anmachen können. Ist halt wie zu Hause. Ne? Wer kennt's nicht? Pizza reingeschoben und wenn es dann so langsam komisch duftet, weißt du Bescheid. Du solltest vielleicht das Ding aus dem Ofen holen, bevor es noch mehr Kohle wird. Was übrigens bei meinem Ofen leider Gottes wirklich fast so ist. Ich kann da nie irgendwas einstellen, was auf der Verpackung irgendwie oben steht. Weil ich glaube, das Thermostat ist einfach im Arsch. Vielleicht sollte ich auch einfach bloß die Nachricht abhören, oder? Hey Schatz, du scheinst noch unterwegs zu sein. Wenn du die Nachricht abhörst, bist du hoffentlich gut in unserem neuen Haus angekommen. Ja, bin ich. Das meiste von unseren Möbeln sollte bereits an seinem Platz sein. Ja, das können wir ja schon. Den Rest kümmern wir uns dann, sobald wir auch da sind. Die Kinder und ich können es kaum erwarten, dich morgen wiederzusehen. Ich hole die Kinder morgen direkt von der Schule ab und dann sind wir etwa 4 Stunden später bei dir. Mhm. Ich hoffe, du bist nicht zu nervös wegen morgen und kannst diese Nacht gut schlafen. Ich versuche dich später nochmal anzurufen, um dir noch viel Glück für deinen ersten Arbeitstag zu geben. Jo, mach das. Ich gehe mal nach der Pizza gucken, ne? Besser ist das. Ne, was soll ich sagen? Achso, bei meinem Ofen kann ich nicht einstellen, weil der Thermostat, glaube ich, im Arsch ist. Okay, die ist noch drin. Die Pizza ist noch nicht fertig. Okay, die Pizza ist noch nicht fertig. Machen wir hier zu. Ich habe... Ja, ich habe ja auch keine... Okay, das geht alles nicht. Schade, Herd kann ich nicht anmachen. Auf jeden Fall. Ich muss die bei 50 Grad Umluft reinhauen und dann immer so 10 Minuten. Und der darf nicht vorgeheizt sein. Ansonsten... habe ich Kohle. Oder es raucht. Und der Rauchmelder geht wieder an. Netter Hinweis. Aber was soll ich... Oh! Oh, habe ich das übersehen? Ich weiß, wo eure Kinder schlafen. Ich beobachte euch. Schon lange. Und so fängt's an. Und doch, es ist von Viz Games. Ich sehe es gerade in der Uhr. Und hier sind schon wieder, also, ich werde die ersten jetzt rausgeschnitten haben. Die ersten Ladebildschirme. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Ich weiß auch nicht, was der da Ewigkeiten lädt. Ich meine, das, was wir jetzt gerade, also gut, ich verdeck's jetzt gerade, glaube ich. Es sieht mir aber schon wieder so aus, als ob das echt zu lange, als ob das sehr, sehr lange dauern könnte für einen Ladebildschirm. Es schnellt dann zwar wieder hoch, aber es ist trotzdem... ich bin aber froh, dass ich wieder jetzt ein Spielchen habe, was so, ne? Was so wie Pineview Drive ist. Vielleicht haben sie es doch bloß ganz genauso gemacht, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass so diese Atmosphäre wie von dem Spiel damals irgendwie wieder hochkommt. Mit den Geräuschen dann... Also, ich weiß nicht, ob sie hier sterben kann oder sich erschrecken kann. So war es ja da gewesen. Halt, dass du die ganze Zeit dieses unwohle Gefühl hast, dass du verfolgt wirst. Es ist 20.30 Uhr. Noch 9,5 Stunden bis zum... Ach, das geht halbstündlich. Okay, hier geht's halbstündlich. Na, mal gucken. Ich kann schon mal sagen, wenn es wirklich so ist, wie ich denke, wo war jetzt nochmal die Küche gewesen? Die ersten paar Tage wird nicht so sonderlich viel passieren. Also wird, denke ich mal, auch in der Folge jetzt hier nicht so krass viel passieren. Die Pizza müsste aber noch drin sein. Es ist ja eine halbe Stunde später.
Die Pizza ist noch nicht fertig. Oh, was ist das für ein Ofen? Warum? Warum ist die fucking Pizza so? Egal. Okay, wir hätten einen schönen kleinen Hinweis und jemand weiß, wo unsere Kinder schlafen, die aber nicht da sind. Also kann uns das theoretisch scheißegal sein. Ich gehe mal hoch. Aber die Bilder scheinen sich beruhigt zu haben, was ich schon mal sehr schön finde. Noch geht's Licht. Das wird mit Sicherheit auch nicht so bleiben. So, und dann gucken wir hier nochmal nach, ob ich hier irgendwas Schönes noch finde. Ich werde die Dinge halt immer wieder aufmachen müssen, ne? Duschen? Geht nicht. Ja, könnte ich eine Kerze reinstellen? Ich will mir das aber aufheben. Oh. Ja, müsste mal wieder ein bisschen sauber gemacht werden. Müfft ein bisschen. Ich habe gar kein Spiegelbild. Entweder bin ich ein Vampir oder die Performance der Engine hat es einfach nicht hergegeben. Das finde ich gerade echt nice. Das finde ich gerade echt schön. Weil es ist halt so, immer wenn, also, wenn man es privat spielt, wird man es sich, glaube ich, nicht selber sagen. Aber das halt bei jedem LP oder so ist, immer so, oh, wie sehen wir aus? Och, kein Spiegelbild. Ja, das sind wir halt Vampir. Ist meistens, von denen, die ich so verfolge, meistens ein Standard-Ausrede, sage ich mal. Finde ich aber schön, dass sie es gleich aufgegriffen haben. Ist echt nice. Ist echt nice. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das unbedingt was mit der Engine zu tun hat. Ich kenne mich da halt null aus. Ne? Aber ich kann es mir halt nicht so... Weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, man hat nicht wirklich... Ja, Zeit vielleicht schon, aber vielleicht niemanden so zur Hand, der schöne Charaktermodelle machen kann. Weiß ich nicht. Mateto, Tür. Geht doch. Und selbst der Sound, ich weiß nicht, ob ihr den hört. Der ist für mich auch selber ziemlich leise. Hier war ich schon drin. Ist original wie bei Pineview Drive. Schön. Ich hoffe bloß, ich freue mich nicht zu sehr. Warum sind die immer so verzögert, die Tür aufmacht? Oder zumacht, besser gesagt. Hier brauche ich ja noch die Skettchen. Und ich bin mal gespannt, wann der Clown kommt. Ich bin mir ehrlich gesagt selber nicht so sicher, ob hier wirklich ein, also, ob wir wirklich einen Clown sehen werden, aber im Ladebildschirm war der auf jeden Fall vorhanden gewesen. Da hinten kann ich nicht aufmachen. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Ich habe gerade das ungute Gefühl, dass ich das schon mal irgendwie gesehen habe. Mit dem Hamster. Und das nahm kein schönes Ende. Dann machen wir noch den Wecker, da können wir aber nichts machen, ne? Alter, wer kauft sich so eine pottenhässliche Uhr? Das wird später auf jeden Fall nochmal wichtig werden. Ich lasse das erstmal, vielleicht kann ich ja nachher... Ich brauche eine Kassette, die ich damit abspielen kann. Okay. Wie wär's mit der? Oh, ich habe doch noch alles dabei. Ach so, cool. Aber wie, warte mal. Wie kann ich denn... Ah. Okay, na dann go. Bitte kein Claim. Nein, lass die Kassette da drin. Aber kann ich jetzt hier irgendwie... Oh Gott. Nee, ich wollte nicht zurückspulen. Hallo? Na? Oder?
Alter, war das jetzt bei uns? Weil ich hab bloß so immer näher kommen gehört. Ne? Also, dass es immer näher kommt. Okay, das ist wunderprächtig, aber ich hoffe, ich brauche das nicht zwingend. Weil, ja. Also, wenn was von mir geklaimt wird, ist es an sich nicht schlimm. Weil ich verdiene eh nichts damit. Deswegen juckt mich das ja eigentlich nicht. Wenn es dann aber gesperrt wird, ist was anderes. Achso, das war hier bloß die Kerze. Ich habe aber noch keine Streichhölzer. Was mich aber wundert, bei Pineview Drive war es ja zum Beispiel so gewesen, dass... Okay, das ist anscheinend schon Licht. Dass wir halt immer mehr Räume hatten und Schlüssel für sowas finden konnten. Ich weiß jetzt also leider nicht... Nehmen wir mal wieder zu, das müffelt immer noch. Was ich direkt machen muss. Ich hoffe aber, dass das Spiel mir Hinweise gibt. War ja da auch so gewesen. Einfach damit man mal auch vorankommt, wenn man halt stecken bleibt. Das hat sich gerade angehört, als ob sich irgendwas bewegt hätte. Okay. Hier ist nichts. Ich will die Tür die ganze Zeit zumachen. Ich habe vergessen, es war der automatisch schließende Dinger. So, raus komme ich immer noch nicht. Kann ich nochmal... Kann ich anrufen? Das Kabel ist beschädigt. Vielleicht kann ich es reparieren. Okay, das Ding ist, ich habe jetzt im Inventar ein Ei. Juhu. Mal, kann ich hier auch Licht machen? Ja. Und einen komischen Lappen. Wofür? Hier haben wir noch ein Buch. Ich habe gerade irgendwelche Störgeräusche gehört. Hier ist noch eine Uhr. Das war vorher aber nicht so. Aber ich finde es schön, dass wir hier einen Geist haben, der uns anscheinend die Bude aufräumt. Das finde ich nett. Ja, hier haben wir wahrscheinlich dann auch wieder eine Strille. Da brauche ich immer noch was zum Zocken. Bisschen eigenwillig. Halt! Da haben wir doch endlich mal Streichhölzer. Juhu! Fenster kann ich aufmachen. Also drei theoretisch flüchten könnten wir, wenn nötig. Sein Boot ist halt stickig, ne? Alles frisch gemalert, alles neu, juhu. Aber, ja, der ganze Dampf muss erstmal raus. Und ich hoffe, das hat man gerade im Hintergrund nicht gehört. Im Stream, Gott sei Dank, ist das noch nie passiert, aber... Ja, ich habe halt immer Angst, dass auf der Aufnahme drauf ist. Was ist mit ihm hier? Noch eine Urne. Oder zwei Urnen. Müsste die komische Pizza nicht bald mal fertig sein? Warte... Ich lasse das mal. Vielleicht kommt noch was. So. Das war lecker. Ah, cool. Aber schön, dass wir die auch essen konnten. Das hat zwar ein geiles Weilchen gedauert, aber... Jo. Du wüsste ich halt nur gerne... Wohin? Und ich... Ja. Das Ding ist, das Spiel eignet sich, glaube ich, recht gut zum Schneiden. Recht gut zum Schneiden, aber... Ja, ihr kennt mich ja. Außerdem die anderen Teile habe ich ja auch so gemacht. Außer, wie hieß denn das? Wo wir im... In diesem komischen Restaurant waren. Wo es da gespukt hat. Wo du eigentlich auch bloß 30 Nächte oder so überleben musstest. Okay, wir haben nochmal Batterien. Das ist sehr schön. Ich habe gerade keinen Durst. Aha. Vielleicht später. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass wir vielleicht,
wenn ich jetzt die ganzen Büchsen mir hier hinterhole, dass ich die später nochmal brauche, weil wir irgendwie Ausdauer oder irgendwas brauchen. Okay, die oberen Schränke kann ich nicht machen. Wir sind anscheinend recht... Ah, doch, so klein sind wir nicht. Noch Müsli. Okay, hier haben wir auch nichts weiter. Irgendwas fehlt. Ich habe gerade keinen Durst. Ja, ja. Vielleicht später. Irgendwas fehlt. Also wenn es halt wirklich viel zu lange dauert, dann werde ich auf jeden Fall schneiden, bis was passiert. Keine so. Okay, ich habe einen Schlüssel. Was ist denn das für ein Schlüssel? Konnte ich? Hä? Ach so, jetzt geht's. Okay, den Schlüssel nicht, den... Was ist das für ein Schlüssel? Wo führt uns hin? Oh, Streichholz habe ich nicht mal gesehen. Cool. Vielleicht zum Schlafzimmer? Ich weiß, wo eure Kinder schlafen. Okay, gut, das hatten wir ja schon. Ich weiß, das ist nicht das Schlafzimmer, sondern eher das Arbeitszimmer. Aber... Ich würde halt gerne noch ein bisschen mehr Zeug finden, ne? Auch wenn ich dann irgendwann sehr voll sein werde. Ist aber nicht schlimm. Also voll sein ist nicht immer schlimm. Die Sache ist nur, ich kann mich jetzt an... keine Tür erinnern, die irgendwie... verschlossen gewesen wäre. Ich meine, wirklich pennen will sie ja nicht. Hier irgendwas, was ich aufschließen kann? Halt. Ah, schade. Nee, ich dachte, da oben wäre ein Zettel gewesen. Wo müssen wir hin? Ich weiß, das wird wieder das Bad sein, ne? Ja. Will ich nicht machen. Ja gut. Hier noch verschlossenes Teil. Die Puppen werden uns irgendwann hinterher rennen. Ich krieg hier einen Joystick, nimm doch den mit, dann kannst du doch da drüben spielen. Da ich nicht glaube, dass wir das Ei brauchen. Oder noch nicht, ich weiß. Vielleicht kann ich auch irgendwas da mal mit irgendwann füttern. Ah, ich wollte gerade sagen, die Dinger hier. Ungünstige Position. Naja. Rakete, noch eine Rakete. Und ein Hund. Nice. Hier ist unser Schlafzimmer, wo ich anscheinend nicht schlafen kann. Wollte ich nicht. Scheiße, Streichhölzer verschwindet. Fuck. Den kann ich auch nicht nehmen. Kann ich bloß ausmachen. Hier oben noch irgendwas? Nö. Aber dann würde ich mal dann würde ich jetzt schon mal spaßhalber sagen, ich hier war ich doch schon drin. Ich werde mich dann kurz mal ausblenden. Ich weiß, die Folge geht schon relativ lang und ich wollte eigentlich jetzt nicht so eine lange Folge machen, aber wenn halt relativ wenig passiert oder ich nicht vorankomme, werde ich dann halt so schneiden, dass wir auf jeden Fall in der Folge jetzt noch was haben, irgendwas oder irgendwie weiterkommen. Und in den weiteren Folgen wird es, denke ich mal, so sein, ich werde dann, ich sag mal, wenn nach 10 Minuten nichts wirklich Interessantes passiert,
dass ich da dann vielleicht wirklich immer in der Mitte der Folge einen Cut mache und dann halt weitersuche. Ansonsten habe ich halt das Gefühl, dass das doch zu langweilig werden könnte. Ja, also ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen, keine Sorge. Ich muss aber erstmal gucken, was ich hier machen muss. Oder ich hoffe ja immer noch drauf, dass sie irgendwann mal sagt, so habe ich nicht lalala und lalala, ne? Da oder da irgendwas gesehen. Das war ja bei den anderen Teilen so. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich finde was, naja, was ich aufschließen kann. Also, ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Hey, da bin ich nochmal. Oder ich bin da wieder zurück. Was ich aber voll vergessen habe, wir haben ja noch einen anderen Bereich vom Haus. Ich dussel. Was ich aber jetzt gemacht habe, das werde ich wahrscheinlich nicht mit reingeschnitten haben. Man kann erfolgreich Eier in die Mikrowelle packen. Was Tolles. Die gehen auch alle kaputt. Und man kriegt dann, ich mach mal wieder aus, vor ich selber. Man kriegt dann auf jeden Fall ein Achievement dafür. Riesensauerei. Aber man muss halt wirklich alle Eier aus dem Kühlschrank da reinpacken. Also es kann gut sein, dass, weil die Folge ist halt recht lang schon, ne? Und ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Aber ich habe ja hier diesen Gang noch gar nicht beleuchtet. Hier müsste es, glaube ich, wieder in die Küche gehen, ja. Ich sag mal so, ich bin jetzt überall rumgeladen. Doch, ich habe den Gang schon beleuchtet, aber da ist eine... Oh, ich kann raus. Warte mal, bevor ich rausgehe. Okay. Das... War die nicht noch vorhin verschlossen? Versuchen wir mal ein bisschen zu beeilen. Oder ich finde hier draußen irgendwas. Ich meine... Nein, das war der Schlüssel. Ah, siehst du? Das war der Schlüssel, den wir benutzt haben. Okay, da haben wir ja doch ein bisschen was geschafft. Es passiert zwar noch nichts Horroriges, das wird aber, denke ich mal, noch kommen. War halt immer so gewesen. Ganz easy peasy am Anfang. Okay, das sind nochmal Kerzen. Das ist sehr schön. Einmal habe ich ja aus Versehen schon benutzt. Dann haben wir die erste Folge halt damit verbracht. Ja. Jetzt ein bisschen umzugucken. Ist doch hoffentlich okay. Vielleicht ist das... Das auch wieder... Warum zieht das so hart nach? Verstehe ich nicht. Weil ich muss sagen, auf der PlayStation hatte ich mit Grafik, bla, das ist ja deshalb irgendwas überstockt oder so, noch eigentlich nie Probleme gehabt. PC, ja, wenn ich das zu hoch stellen wollte, alles, aber sonst nicht. Achso, dafür brauchen wir übrigens auch das Tuch, um die Sauerei wieder wegzumachen. So, ich bin jetzt erfolgreich herausgekommen, aber hier Silvesterraketen. Ich habe zwar theoretisch Streichhölzer, will sie aber nicht nutzen. Vielleicht gibt es ja hier hinten in der Ecke irgendwas. Kann ich mich verstecken? Oh Gott, Gott. Okay, die Taschenlampe flimmert schon. Hey, wie gesagt, ich will es nicht übertreiben. Aber hier muss doch irgendwas sein. Was auf dem Boden? Was ich wieder übersehe? Ich würde halt gerne die nächste halbe Stunde gerne rüber switchen, aber... Mit den Eiern soll es ja nicht sein. Aber hier einfach rauszukommen, damit wir hier gar nichts weiter finden, wäre auch... Bisschen komisch. Obwohl mich das ein bisschen kirre macht, wenn ich die ganze Zeit so laufe. Ist schon... Busch direkt ist nichts. Oder ich habe es jetzt nicht gesehen. Oder es ist so einfach, dass hier irgendwas oben liegt und ich sehe es einfach nicht. Nee. Wir haben das Botten. Wir haben hier Müll. Müllsack. Holz, was wir aber nicht nehmen können. Oder es passiert, wenn wir wieder reingehen. Die Dinger sind immer noch so da, das ist sehr schön. War ich hier? Ich weiß auch nicht, warum das so rumruckelt. Also laufen können wir ja anscheinend normal. Wer weiß. So... Dann gehe ich mal wieder rein.
wenn ich den rein darf. Achso, das war die Wand. Ich wollte gerade sagen. Okay, gefunden habe ich jetzt leider nicht. Und hier ist immer noch zu. Vielleicht muss ich noch irgendwelche anderen Schlüssel finden. Würde dann aber für heute trotzdem sagen, weil ich glaube, die Folge ist schon bald 40 Minuten. Und es ist nicht wirklich viel passiert. Also, wenn ihr Pineview Drive kennt, es wird, denke ich mal, so ähnlich sein. Außer, dass ich leider keine Tipps bekomme hier gerade. Da geht das alles wesentlich schneller. Ich glaube, nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten, zumindest bei Pineview Drive war es so gewesen, dass man Tipps bekommen hat. Habe ich jetzt hier nicht. Finde ich persönlich selber nicht schlimm, aber man will ja auch mal ein bisschen weiterkommen, ne? Deswegen würde ich jetzt erstmal wieder rumsuchen. Ja, und dann sehen wir uns, warte mal, kann ich jetzt hier? Hier will ich nie rauskommen, ne? Sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hoffentlich wieder. Also für jeden, der dran geblieben ist, vielen Dank. Ich weiß, es ist nicht so spannend. Momentan noch nicht. Weil wie gesagt, ich kann es nur. Ich kann nur von einem anderen Spiel ausgehen, was ich hier schon sehr oft erwähnt habe. Und da wurde es halt dann doch sehr gut. Aber da ist man auch schneller noch vorangekommen. Deswegen, wir gucken mal. Wir gucken mal, was morgen passiert. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Und dann sehen wir uns. Naja, an der Stelle wieder, wo dann was passiert ist. Also, bis morgen. Ciao, ciao.